Nancy Faeser, die deutsche Innenministerin, sie hat nun einen Maßnahmenkatalog gegen Rechtsextremismus verabschiedet und vorgestellt. Und wenn ich mir das zusammenfassend anschaue, was da die Medien berichten, dann läuft das darauf hinaus, dass unerwünschte Meinungsäußerungen da stärker verfolgt werden sollen. Die Verfassungsfeinde sollen da künftig aus dem öffentlichen Dienst leichter entfernt werden können, ihre Netzwerke seien zu zerschlagen und man möchte ihnen auch die Einnahmen entziehen. Das ist der scharfe Diskriminierungston einer Regierung, eines Staates, der sich immer weiter auch in die Meinungsbildung der Bevölkerung einmischt und dadurch natürlich Gefahr läuft, selber undemokratische oder man könnte sagen verfassungsfeindliche Züge anzunehmen.